letzte Übung. Aus gutem Grund auch. Wir arbeiten das erste Mal mit Fremdgewicht, also nicht mit dem eigenen Körpergewicht. Da ist es super wichtig, dass die Rumpfstabilität stimmt, beziehungsweise die Rumpfmuskulatur mitarbeitet. Und natürlich das Gleiche gilt auch für Knie, Knöchel, dass man eben aufpasst, dass es hier eine relativ saubere Ausführung gibt. Lieber ein bisschen weniger Gewicht nehmen und dafür eine saubere Übung. Wir machen den sogenannten Ausfallschritt. Und zwar auf der Stelle, den kann man entweder nach vorne oder auf der Stelle machen. Ich mache das einmal vor. So, wichtig hierbei, dass das Knie außen bleibt. Das heißt, dass man nicht einfällt. Und zwar gilt es hier, den Fuß sauber aufzusetzen, mit dem Knie nicht über die Zehen hinauszuschießen und aufpassen, dass das Knie auch in einer Linie bleibt. Dazu spannt man die Po-Muskulatur an und drückt sich wieder raus. Das Ganze abwechselnd. Und auch hier mache ich 4 bis 6 Wiederholungen pro Seite, 3 bis 4 Wiederholungen insgesamt.